willkommen bei Steinschleifenmaschinen in Österreich, in Litzner. Schön, dass ihr wieder mal auf unseren Kanal reinschaut. Freut uns. Wir haben heute ein anderes Thema zum Schleifen vorbereitet, und zwar das Schleifen mit einem Nasswinkelhandschleifer. Oftmals ist es ja so, dass die Steine zu groß und zu unförmig sind und man kann sie dann schwer auf einer Planschleifenmaschine runterhalten zum Schleifen, weil sie einfach schon zu groß sind oder auch zu schwer für herkömmliche Maschinen. Und da ist es unpraktisch, dann auf den herkömmlichen Maschinen diese Steine zu schleifen und zu polieren. Das geht mit den Winkelhandschleifern einfach besser. Wir arbeiten damit hauptsächlich für große Steine, auch größere Plattner. Auch kann man Natursteine in ihrer Form nachbearbeiten, die man sich vielleicht in den Garten stellt oder ins Haus oder in die Wohnung als Zierstück oder auch nur in die Sammlung stellen will. Als Maschine verwenden wir unsere bewährte Metabo, 230 Volt, eine verlässlich laufende Maschine mit Personenschutzschalter, hier mit Gardena Wasseranschluss, spritzt noch richtig raus, ja, und dann spritzt es eigentlich nicht mehr. Hier wird die Wassermenge reguliert, die vorne dann rauskommt. Hier haben wir hinten die Drehzahlregelung mit dem roten Rad. Ich habe jetzt eine mittlere Geschwindigkeit eingestellt, damit ich nicht zu langsam und auch nicht zu schnell fahre. Ja, wie gesagt, verlässliche Sache mit der Metabo. Wir haben früher auch schon billigere Geräte ausprobiert, aber die kommen an diese Maschine einfach nicht ran. Darum ist es sinnvoll, wenn man sich sowas mal zulegen will, dass man nicht am falschen Platz spart und gleich was Ordentliches kauft. Ist made in Germany und läuft ruhig und ist auch sicher im Betrieb. Und der Personenschutzschalter leistet sein Übriges dazu. Ja, hier haben wir einen 125er Teller, das heißt 12,5 cm. Und da verwenden wir solche Nassschliffpads in verschiedenen Körnungen. Auf der Rückseite sieht man die Körnungen. 30, 50, 800. Also die Standardkörnung geht von 30 rauf bis 3000. Und dann gibt es noch einen sogenannten Buff, der ist zum Polieren. Der helle für weiche Steine, für helle Steine, und der dunkle für härteres Gestein. Man kann diese Pads sehr universell einsetzen. Sie sind kunststoffgebunden, haben hinten den Klettverschluss und in den einzelnen Feldern eingebettet sind die Diamanten. Die sind bis runter drinnen, die Diamanten. Also eine relativ günstige Möglichkeit zum Schleifen, weil diese Pads eine sehr lange Standzeit haben. Ja, zum Stein selbst haben wir uns vorgenommen, wir machen wieder was aus der Region, aus der Heimat, einen Stein. Wir haben wieder einen Aragonit uns vorgenommen. Ich denke, er wird ganz schön werden. Er hat vom Schneiden her, hat er ziemliche Facette hier an die 1,5–2 mm. Auch hier wurde offensichtlich von jemandem geschnitten, der ein zu kleines Sägeblatt hat, und der hat den Stein dabei beim Schneiden gedreht, weil er auf einmal nicht durchkommt. Und dann sind das die Spuren, die halt öfters überbleiben. Aber es ist eine Herausforderung, geht natürlich mit den Pads, vor allem mit dem groben 30er, relativ schnell weg. Ja, und damit der Stein auch hält, haben wir uns hier so eine Wanne gebaut, auf 4 Rädern, zweimal einbremsbar, dann steht das Ganze sicher. Unten einen großen Ablauf, damit geht nachher das Schleifwasser und die Brühe weg. Mit 2 Klemmen drinnen, Holzklemmen, die sich anpassen am Stein. Und hier große Flügelmuttern rausgeschnitten, damit das ordentlich bedienbar ist. So, wir spannen den Stein mal. Das sieht ganz gut aus.
wir haben hier verleimtes Holz genommen, das passt sich schön dem Stein an und hält trotzdem lange. Wir haben als letzte Schicht dann noch etwas härteres Material genommen, damit es nicht gleich ausfranst. Der Stein muss sehr fest sitzen, er darf sich nicht bewegen beim gesamten Schleif- und Poliervorgang. So, Schutzbrille bitte nicht vergessen, ganz wichtig. Man braucht das Wasser nicht ganz stark aufdrehen. Diese Menge reicht auf jeden Fall. Ich habe gleich das erste Pad raufgedrückt auf diesen Klettverschluss. Das ist Körnung 30. Und fahre mit einer mittleren Geschwindigkeit. Und dann schauen wir uns die Oberfläche mal an. Ja, ist soweit überall gleichmäßig. Und dann wechseln wir auf die nächste Körnung. Die großen Versätze vom Schneiden sind weg. Und man sieht überall die gleichmäßigen Spuren vom 30er Bett, die relativ grob sind. Dann gehen wir jetzt auf Körnung 50. Aufgedrückt, Wassermarsch. So, das war's mit der Körnung 50 und jetzt wechseln wir auf die Körnung 100. Schon noch Korn 100, dass die Linien wesentlich feiner rauskommen und der Teil, der ist auch kristallisiert, Kalzit, der wird dann immer dunkler und diese Linien werden immer feingliedriger bis zum Schluss, wo man dann ein anderes, viel feineres Gesamtbild sehen werden. Wir haben jetzt geschliffen mit Körnung 100 und das nächste ist jetzt Körnung 200, da machen wir 400, 800, 1500 und 3000. Ist auch, dass man immer wieder mal Trockenwischer und abföhnen, damit wir sehen, ob da wirklich keine tiefen Kratzer drinnen sind. Weil die tiefen Kratzer, die schleppt man sonst mit bis zum Ende und dann kommt in der Politur die böse Überraschung und dann muss man wieder runterschleifen, bis diese Kratzer weg sind. Und das kann man sich ersparen, indem man bei den ersten Durchgängen immer wieder kontrolliert, indem man Stein trocken macht und schaut, wie gleichmäßig schaut das Schleifbild aus und sind noch tiefe Kratzer drinnen oder nicht? So, es sieht hier eigentlich schon sehr gleichmäßig aus. Hier haben wir einen, da ist einer.
Hier sind ein paar feine, aber die gehen mit der nächsten Körnung mit 400 locker weg. Aber das ist wichtig, dass man es jetzt gleich am Anfang tut bei den tiefen Körnungen, denn sonst schleppt man die mit und dann spätestens bei der letzten Körnung, bei 3000, wenn man da trocken macht, dann sieht man die tiefen Kratzer, die man mitgeschleppt hat, nur weil man den Stein nicht trocken gemacht hat und vorher mal geschaut hat. Kann man sich ersparen, diese Arbeit, wenn man es gleich am Anfang immer macht. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Schritt, und zwar zum Polieren. Dafür gibt es eine eigene Scheibe, Buff genannt. Mit dem polieren wir kurz drüber. Und da haben wir ganz was Spezielles zum Polieren. Das ist ein Stein, ein Polierstein, den die Steinmetze verwenden. Und den setzen wir speziell für Aragonite ein. Überall, wo Kalk drinnen ist, Kalkverbindungen drin sind, der macht einen Spiegelglanz. Kann man wieder auswechseln, gegen einen neuen austauschen, hat aber eine lange Standzeit. Und mit dem geben wir ihm nachher den Spiegelglanz. Ja, wenn man so drüber schaut, bin ich recht zufrieden. Ich sehe keine Kratzer, die mich anspringen. Politur ist gleichmäßig, also ich sehe mich wie im Spiegel darinnen. Ist ja da ein bisschen nass. Aber die Konturen sind schön fein rausgekommen von dem Aragonit und hat sich ausgezahlt. Jetzt gebe ich noch ein letztes Polierfinish mit dem braunen Polierstein. Das mache ich aber nur mehr so 20-30 Sekunden und mehr geht dann nicht mehr. Und dann ist er fertig geschliffen und poliert. Wir haben jetzt den Polierstein drauf und mit dem polieren wir noch ein paar Sekunden, so maximal halbe Minute drüber. Das gibt ein schönes Finish. So, jetzt haben wir den Stein fertig poliert und jetzt zeigt uns unsere Kamera ein bisschen den Glanz, die Politur. Jetzt sieht er schon ein bisschen anders aus, wie zu Beginn. Unser Aragonit kommt aus der Steiermark übrigens und wir schauen uns den noch einmal kurz an unter der Tageslichtlampe. So, jetzt sind wir hier bei der Tageslichtlampe und da wollen wir auch in der Lampe drinnen, im Gehäuse, da sieht man so eine Schrift. Ja, und wenn wir die sehen, dann sind wir immer zufrieden mit einer Politur. Ich schwenke sie kurz. Also so sieht der Stein dann ausgeschliffen mit einem Nasswinkelhandschleifer. Sieht man zum Beispiel einen Labradorit, lässt sich auch schön bearbeiten mit so einem Nasswinkelhandschleifer. Hier sehen wir noch einen, der ist einiges größer, auch ein Labradorit. Geht gut mit dem Wasserhandschleifer. Ja, wir beschäftigen uns auch schon sehr lange mit der Achatschleiferei. Ist ja ein sehr schwieriges Kapitel, sage ich mal, weil da gibt es ja verschiedenste Methoden, mehr oder weniger gut. Und da haben wir auch jahrelang gesucht und mit Pads experimentiert, mit den verschiedenen Diamantpads. Aber ich glaube, jetzt haben wir das Material gefunden nach 6 Jahren Probiererei von weltweiten Scheiben. Und hier haben wir jetzt welche in Verwendung, die wirklich in 3 Schritten zum einem tollen Ergebnis führen. Mit 3 Schritten, ich muss dazu sagen, ohne Polieren. Die gibt es in verschiedenen Größen. Der größte Durchmesser, der erhältlich ist, ist 150 mm. Und man ist schneller und man hat zum Schluss ein Ergebnis mit einer tollen Politur. Und ich möchte das anhand von einigen Beispielen zeigen. Wir können diese Pads auch auf unseren Planschleifmaschinen verwenden. Ne? Hier haben wir so einen Padshalter. Den Padshalter klicken wir auf unsere Planschleifmaschine. Passt auf alle Maschinen von uns. Passt auf die Baby, passt auf die Achat, passt auf die Emsch. Das wird einfach hier drauf geklickt. Von oben kommt der Wasserzulauf. Volle Drehzahl.
Und so wird mit diesen Pads geschliffen. Ist natürlich noch nicht fertig, gehört mit 3 Durchgängen geschliffen, hat dann aber einen ordentlichen Glanz. Und da möchte ich jetzt zum Ausklang noch einige Beispiele dazu zeigen, die wir mit diesen neuen Achat-Pads gemacht haben. Wir haben eine große Freude damit, weil das diesmal wirklich gut funktioniert. Vor allem sind die Kratzer auch weg von der Oberfläche und man muss nicht mehr unbedingt polieren. Ja, da werden manche den Kopf schütteln. Wir haben den auch am Anfang geschüttelt, einen Achat schleifen, ohne ihn zum Schluss zu polieren. Da haben wir uns schon fast ungläubig gefühlt, aber es ist so und Sie werden es jetzt an dem Beispiel sehen. So, wir haben jetzt ein paar Achate, die wir mit diesen speziellen Achat-Pads geschliffen haben. Sie sehen die Politur. Ich gehe wieder ins Licht, das ist eine Tageslichtlampe. Und zeige Ihnen den nächsten. Den haben wir hier runter geschliffen, rund, weil er beim Schneiden da ausgebrochen ist. Dann haben wir den nächsten. Wie Sie sehen, der sieht wirklich aus wie poliert. Man kann auch die Marke sehen, die im Lampeninnengehäuse ist. Sie sehen wirklich einen tollen Glanz. Hier sehen Sie wieder die Schrift vom Lampeninnengehäuse. Ich gehe mal näher ran. Also wir sind da schon sehr zufrieden mit dieser Entwicklung, weil für 3 Arbeitsgänge ist das also wirklich schon ein tolles Ergebnis. Und die Leute sehen es bei uns in der Schleiferei, wenn sie kommen, und die sehen das live, die sehen, dass es kein Trick ist oder ein Fake, sondern das sind 3 Arbeitsschritte. Außer der Stein ist sehr schlecht geschnitten und hat viele Versätze drinnen, ja, dann schleifen wir einmal auf einer harten Diamantscheibe, Körnung 60, planen wir den Stein und dann schleifen wir noch mit den 3 Pads nach. Aber wenn der Schnitt schön ist, kommen wir mit den 3 Pads aus und wir brauchen so in etwa, ja, ich sag mal 10 bis 15 Minuten für einen Stein, bis er diesen Glanz hat. Die Pads haben natürlich eine Besonderheit, diese Achat-Schleifpads. Die sind derzeit auch nur bei uns erhältlich, weil die sind auf meine Anforderung hin produziert worden. Nämlich weiche Bindung, hohe Diamantkonzentration, also sind wesentlich mehr Diamanten drinnen, als wir in den herkömmlichen Pads. Die chinesischen Pads zum Beispiel, die ja gängig sind und überall zu kaufen sind. Und dann haben wir noch gesiebtes Diamantkorn drinnen. Das heißt, da haben wir keinen Spreu im Korn drinnen, da ist nicht 100, 120 und 90 drinnen. Da ist wirklich
Nur bei einer 400er, da gibt es nur gesiebtes 400er Korn drin. Dann gehen wir ein bisschen näher zur Lampe, dann sehen wir auch wieder, was in der Lampe drinnen steht im Gehäuse. Das ist vielleicht im Video nicht so gut. Jetzt zeige ich nochmal das Pad. Das sind die Pads. Und die sind für uns hergestellt worden. Und die Bindung ist weich. Das ist wichtig, damit immer wieder neue Diamanten rauskommen. Und die Diamantkonzentration ist auch wesentlich höher, als bei den herkömmlichen Pads, die am Markt erhältlich sind. Dann zeigen wir nochmal her unseren Aragonit und auch einen Blick auf die Achate und die Pads, mit denen wir diese Ergebnisse erreichen. Und Dankeschön, dass ihr wieder bei uns am Kanal wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, und ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Tschüss, danke, eure Steinschleifenmaschinen aus Österreich. Ciao!